Für ihre zweite Edition hat Manta Lab auf dasselbe Artwork zurückgegriffen, das dank Filmarena wahnsinnig bekannt wurde. Einerseits von Filmarena verwendet für die Hardbox von Deadpool 2, andererseits auch für das eigentliche Steelbook. Dort gab es auch bereits ein Lenticular. Und auch wenn ich das jetzt nicht mehr direkt zur Hand habe, um es zu vergleichen, muss ich eigentlich sagen, ein großer Unterschied fällt mir nicht auf, wobei ich fast ein bisschen den Eindruck hatte, dass das Filmarena Lenticular von Deadpool 2 etwas grober ausgesehen hat, also dass die Verarbeitung jetzt hier bei Manta Lab noch etwas besser und noch etwas hochwertiger ist. Über das Motiv, glaube ich, brauchen wir keine Worte mehr verlieren, das ist einfach absolut großartig. Hier auch eben sehr, sehr schön gearbeitet auf dem Spine mit den Partial Gloss Effekten, sehr schön eben auch, wie sich dieses Bild dann auf den Spine weiterentwickelt und wir hier auf dem Backcover absolut kräftig und wunderschön das Einhorn-Backcover bekommen, ebenfalls auch hier mit Partial Gloss bei den Charakteren und beim Regenbogen finde ich sehr schön teilweise gearbeitet, dass man gerade dabei bei Colossus Armen beziehungsweise auch hier bei Cable relativ schön sehen, wie fein und detailgetreu hier gearbeitet wurde. Da hat man sich bei Manta Lab wirklich absolut bemüht, meiner Meinung nach, und hat ein wunderschönes Design gemacht. Vor allem, wie gesagt, auch über dieses Bild, glaube ich, brauche ich keine Worte mehr verlieren. Das ist absolut wunderschön. Ich blätter jetzt nur mal noch ganz schnell durch dieses Fotobuch durch, das ist offensichtlich dasselbe wie auch bei der Edition 1. Außerdem bekommen wir hier dasselbe Steelbook natürlich wieder mit dem Lenticular, mit dem Hinweis, diesmal allerdings nur mit zwei Discs, mit der Kinofassung und dem Extended Cut drinnen, dann auch hier wieder verschiedene Aushangfotos und die Character Cards, aber auch da scheint auf den ersten Blick der Inhalt von dieser gelben Tasche identisch zu sein mit dem Edition 1 Steelbook. Damit wir jetzt da ein bisschen Zeit sparen im Video, würde ich empfehlen für alle, die sich da jetzt tatsächlich das Sammelsurium Video anschauen, noch einmal bitte reinklicken in das alternative Video zur Edition 1, wo eben die einzelnen Goodies und das Steelbook dann noch im Detail vorgestellt werden, weil ich es jetzt nicht wahnsinnig sinnvoll finde, genau dasselbe zu genau denselben Sachen noch einmal zu sagen. Persönlich finde ich auf jeden Fall auch hier wieder die Arbeit von Manta Lab absolut großartig bei der Verarbeitung von diesem wunderschönen Full Slip zu diesem wunderschönen Film.